Hallo und herzlich willkommen bei Brunswick TV. Ich bin Chris Kempf. Willkommen zu einer weiteren Runde PBA Pro Bowling 2021. Und ich habe mir heute gedacht, wir machen heute mal den Selbstversuch. Anstatt einfach ein ganz normales Gameplay euch zu zeigen oder ein kleines Turnierchen heute mal zu spielen, gehen wir heute mal ein Experiment ein. Und zwar machen wir den Selbstversuch. Wie lange brauche ich, um ein 300er Spiel in PBA Pro Bowling 2021 zu erzielen? Ich habe in dieser Version noch kein perfektes Spiel geworfen, deswegen wird es umso interessanter, wie lange ich brauchen werde. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal rein. Und ich werde Andrew Anderson nehmen. Generell die gesamte Vorauswahl, die ich hier habe. Weil wenn ich das Spiel durch irgendeinen Wurf nicht perfekt haben sollte, brauche ich die schnellstmögliche Möglichkeit, um wieder in ein Spiel zurückzufinden. Deswegen werden wir diese Standardfunktion, also Andrew, US Open und Chameleon, komplett nehmen, damit wir schnellstmöglich wieder ins Spiel reinkommen. Und damit die ganze Sache auch interessant wird, werden wir das Ganze zeitlich stoppen. Und zwar gehen wir jetzt gemeinsam auf Start und dann schauen wir doch mal, wie lange wir brauchen werden. In 3, 2, 1, go! So, meine Freunde, ihr habt es mitgekriegt, es geht los. Wir spielen den Selbstversuch. Wie lange brauche ich für ein 300er Spiel? Und der erste Wurf natürlich linke Gasse, 9er Pin. So muss das schon mal nicht laufen. Ich bin gespannt, wie lange es dauern wird, bis ich ein 300er Spiel erziele. Und ich spiele mit einer Technik, die ich schon mal in der älteren Version ausprobiert habe, mit der sehr erfolgreich war. Ich habe eigentlich immer hier den kleinen Schweineball genommen und habe dann außen runter geworfen und je nachdem mit Analogstick die Richtung so eingeändert, dass es passt. Solid 8. Da kennt sich der Herr Peterson ja bestens mit aus. Übrigens, für die, die es noch nicht gesehen haben, wir haben dazu ein Vorstellungsvideo gemacht zu diesem Videospiel. Den Link findet ihr unten und wird auch nochmal oben in der Infobox eingeblendet. Schaut gerne mal vorbei. Dort findet ihr auch die Links zum Kaufen und zum Downloaden. So, wir machen einfach mal weiter. Wir haben einen Doppelliegen, wir versuchen die 12 heute voll zu machen und den Turkey haben wir, meine Freunde. Den Turkey haben wir, ich bin gespannt. Wir machen den vierten. Nein. Nebenbei läuft übrigens noch der Versuchscount damit und dann werden wir am Ende auch sehen, wie viele Versuche wir generell gebraucht haben. Nummer 2. Ich bin voll am Tackern hier mit dem Controller. Nummer 3. Au. So. Das gibt jetzt 400 XP für den vierten. Schade. Neustart. Aller Anfang ist einfach, aber hinten raus wird's schwer. Nummer 2. So. Nummer 3. Wir sind dabei. Wir sind dabei, wir sind da, Freunde. Da habe ich schon fast gar nicht mehr dran geglaubt. Der war nämlich echt, echt eng. Nummer 5. So weit waren wir noch nicht. Okay. Neuer Versuch. I'm Rob Stone and I'll be calling all the...
1. Nummer 2. Already has two strikes, looking for a third. Nervig. Aber wir haben uns jetzt dieser Challenge gestellt und die werden wir jetzt auch eiskalt durchziehen, egal wie lang es dauern wird. Noch nie so einen langsamen Sechser Ping gesehen. Man fällt ja auch noch so an der 10 vorbei. So. Habt ihr schon mal 300 in echt geworfen? Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare rein. Würde mich interessieren. Ich habe es tatsächlich 4-mal geschafft. Allerdings alle 4 im Training. Nichts Offizielles. Weiter geht's. Kommt, Jungs. Wir schaffen das. Ich weiß, dass wir das können. Wir müssen uns einfach nur richtig konzentrieren bei der ganzen Nummer. Nummer 2. Okay. Okay. Nummer 2. Nummer 3. Ich weiß, Zellen bringt normalerweise Unglück. Aber... Wow. Und tschüss. Nächste Runde. 7-10. Mhm. Yo, Rob. Ist gut. Nicht aufregen. Ist es nur ein Spiel, Chris? Ist es nur ein Spiel? Einfach ruhig bleiben. Du willst hier nur eine verdammte 300 werfen. 1. 2. 2. So, meine Lieben, kommt jetzt der dritte? Jawohl. And the string keeps going. Makes a nice shot there for a turkey. Trying to keep this strike streak alive. Going for the hit. 4. Und auch der war recht dünn, muss ich wirklich zugeben. That's a ham bone. The question now is, can you maintain this intensity? Already with the ham bone, looking for 5. There's another one. Just delivered the 5 bagger. In the zone with this streak. 6. No doubt. Jetzt wird es langsam interessant. Natürlich, wieder mal ein paar km/h zu schnell geworfen, aber bleibt stehen der 10er Pin, hast du zu dick getroffen. Wie im echten Leben, Freunde. Dann reg ich mich eigentlich so auf. Nummer 1. Struck in the last frame, looking for the double here. Joined by the Hall of Fame. Komm schon. Today, Rob Stone.
Mir hat mal einer gesagt, man kann eine 300 nicht erzwingen. Aber ich habe immer noch Leute festgestellt oder kennengelernt, die das sogar schon mit Ansage geschafft haben. So. Nummer 3. Wir sind jetzt mittlerweile schon, schauen wir gerade, 9 Minuten 27 dabei. Das ist noch nicht viel. Mal sehen, wie lange es noch dauert. So, leider im Text. Das sieht doch jetzt mal gut aus. So, 5 Hammer. Okay, nein, zu dem Wurf sage ich jetzt nichts. Nein. Zu dem Wurf sage ich jetzt nichts. So, nochmal. Ja. The lights are on and the pressure is cranked up. Working off a double now. Okay. Es ist ja alles nicht so schlimm. Alles noch nicht so schlimm. Es sind nur 12 gute Würfe. 12 gute Würfe. Der Gravy zum Kauf im Pro Shop, ja schön. Ich brauche hier 12 Streiks, danach können wir uns über neue Bowlingbälle unterhalten. Was Messenger? Habt ihr das gesehen? Guckt euch das nochmal. Ach, jetzt geht's gerade nicht, okay. Wenn der Vierer so nach vorne fällt. Kommt schon, Jungs. Ja, der war nicht schlecht. Der Messenger, der war schon. Nein, schnell spielen. Go. Keine Zeit verlieren. Nummer 1, Baby. Komm schon, Chris. 300 Punkte in einem Spiel. Einmal den Max-Score erreichen. Nummer 1. Looking to get on a streak now, hunting 2 in a row. 2 strikes in a row. Oh, okay. Oh, okay. With the double, looking for a triple. Someone is heating up. 3 in a row for the turkey. Wichtig. Working off a turkey, trying to upgrade to a ham bone. You're here with us today. Strike to start it off. There's a nice shot and a nice result. Struck in the last frame, looking for the double here. So, nächster Versuch. Doppel. 2 strikes in a row. Looking for another strike now to get that turn. Ja, genau. Das ist You're here with us today. I'm Rob Stone and I'll be calling all the
So sollte eigentlich jedes Spiel immer anfangen. Immer schön mit einem gemütlichen Strike. Solid 7, genau. Hat sich mal richtig viel Geld gekostet, der 7er Pin. Ein Desperado bei der BEC 2019. So. Freunde, wir sind jetzt hier seit einer Viertelstunde dran. Nach Viertelstunde machen wir das Tisch. 15 Minuten sind jetzt genau auf den Punkt 15 Minuten, die mir jetzt hier dran sind, ein perfektes Spiel zu erzielen. Und ich weiß überhaupt nicht, beim wievielten Versuch wir mittlerweile sind, ob wir schon über 15 sind. Ich meine, nebendran läuft der Counter mit, ihr könnt es sehen. Ja, das Gefühl kennt jeder von euch, wenn der Wurf dann wirklich noch so einschlägen sollte, wie er sollte. 4-7. Dreihunderter Challenge. 1. Good start right there. Yeah, nice start. Strong right out of the gate. Looking for two in a row. 2. And there's the double. Working off a double now. Nummer 3. Okay. Feeling it now. Nummer 4. Also das ist erstmal ein Drittel. Now we'll see if the streak extends to 5. This is some good bowling, Rob. There's another one. Nummer 5. Already with 5 strikes in a row, will we see 6? Das halbe Dutzend haben wir, Freunde. Halfway home to perfection. Will we see 7 strikes in a row? I'm not doubting anything at this point. Da fliegt der dran vorbei. Da fliegt der dran vorbei. Das kann nicht sein, Leute. Okay, wir beruhigen uns jetzt nochmal wieder. Also. Okay. Wir bleiben jetzt mal alle entspannt. Und probieren hier wirklich nur diese 300 zu erreichen. So. Already with the 5 bagger and looking to keep it going. The pins 6 Stück haben wir. Oh nein. Langsam geht's an die Nerven, Freunde. Langsam geht's an die Nerven, an die Substanz. Oh. Entschuldigung. Da habe ich mich gerade ein bisschen zu sehr über den Messenger gefreut. Okay. So, weiter.
Und komm. Wann schaffen wir den goldenen Streik? Oh, ich dachte schon, der war schon so am Eiern da hinten rein, dass der schon ausläuft. Puh, Glück gehabt. Oh. Wer von euch kennt das Gefühl, wer ich schon mal eine 300 geworfen hat? Irgendeiner von den Würfen ist immer, immer schlecht. Freunde, ich glaube, das könnte es sein. Wir sind, so weit sind wir noch nicht gekommen. Wir brauchen noch vier. Front 9, nur noch drei. Kommt, Jungs, wir holen es jetzt. Front 10. Komm schon, bitte. Bitte, Chris, mach es. Tu mir das nicht an. Zwei Stück noch. Noch ein, Front 11. Wir haben es fast, Leute. Kommt. Einer noch. Letzter Wurf, Chris, komm, hol den 300er. Yes! Wir haben es geschafft. Nach 20, 44, 95, Leute. Boom! Wow! Was ein... Wow! Freunde! Was eine Challenge! Ich hätte nicht gedacht, dass wir es dann doch in 20 Minuten schaffen. Und dann knapp 21 Minuten. Mega, mega coole Challenge. Hat mich echt Nerven gekostet. Dass am Ende dann doch die Letzten dann noch alle gesessen haben. Also, naja. Wie gesagt. Vielen Dank schon mal fürs Einschalten. Ihr habt Interesse, euch das Spiel zuzulegen. Schaut unten in der Beschreibung rein. Dort gibt es alle Download-Links für den jeweiligen Store. Wie gesagt, für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und für den PC. Jetzt erhältlich. PBA Pro Bowling 2021. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Mega coole Challenge. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Macht einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal Brandzwick TV und wir sehen uns zum nächsten Mal, würde ich sagen. Freunde, was eine Challenge. Was soll ich denn als nächstes mal ausprobieren? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare rein. Das war jetzt mal wirklich so eine Zufallsidee, aber ich glaube, da können wir noch einiges dazu noch drauflegen. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!